Freunde, in Zusammenarbeit mit meinem Mann haben wir heute was ganz Leckeres, Albanisches auf dem Tisch. Fli. Das sind solche Teigschichten, die im Ofen gebacken werden. Teigschichten mit so einem Sahne-Joghurt gemischt. Schaut mal, das sieht man dann so ab. In den Joghurt tunken und ab in den Mund. So fein. Und es ist sehr ergiebig. Das reicht wirklich für 2 Tage. So, und jetzt zum Rezept. Dann machen wir den Teig. Ich habe hier Mehl Typ 550 oder man nimmt Typ 405. Mehl. Und wir brauchen Wasser. Das Ganze mit dem Mixer verrühren. Ich habe Gott sei Dank so einen Spritzschutz. So. Schaut mal, so einen halbwegs dickflüssigen Teig haben wir. So brauchen wir das. Den stelle ich jetzt schon mal zur Seite. Der Backofen ist schon am Aufheizen. Ich habe hier Schlagsahne, gebe dazu Schmand. Ich gebe dazu Naturjoghurt. Das Ganze gut miteinander verrühren und schon ist es fertig. Da habe ich ein großes rundes Blech, Durchmesser 35 cm und ca. 5 cm hoch. Man kann auch normales Backblech nehmen, ein tiefes. Jetzt gebe ich ein großes Stück Butter drauf und gebe das kurz in den Backofen. Der Backofen heizt ja gerade auf, da schmilzt die Butter ganz schnell. Die Butter verteilen. Und nun übernimmt mein albanischer Mann das ganze Teig. Als erstes werden nur Tupfer gemacht. Nicht zu dick. Perfekt. Und es sollte Platz dazwischen bleiben. Und jetzt geht's in den Backofen. Genau. Schaut mal, das ist ziemlich weit oben im Backofen. Und ja, 240 Grad. Grillfunktion. 2 Minuten später ist es schon schön braun, die Ecken. Jetzt geht's los. Wir haben jetzt die Sahnemischung, die kommt drauf. Und jetzt geht's los. Teigmischung in Streifen bis zur Mitte hin. Und zwischendrin bleibt Platz. Und in der Mitte werden eher kleinere Streifen gemacht. So. Und ab in den Backofen. Nochmal 5 Minuten später. Also circa 4-5 Minuten war das jetzt im Backofen. Die Ränder haben wieder Bräune bekommen. Nun kommt erstmal so eine Mischung aus unserer Sahne drauf. So, jetzt wird das überall verteilt. Und jetzt geht es wieder weiter mit den Streifen. Und dann geht es wieder in den Backofen. Und so macht man das dann die ganze Zeit. Wenn man es aus dem Backofen holt, kommt erstmal Sahnemischung drüber und dann diese Streifen aus dem Teig. Okay, jetzt ist die letzte Runde dran. Die letzte Sahne kommt drauf und Teig haben wir ja keinen mehr. Jetzt gehen wir mit dem Backofen runter auf 200 Grad Ober- und Unterhitze und schieben das in die Mitte für ca. 10-15 Minuten. Dann ist es fertig. So, meine Lieben, das hat jetzt über 2 Stunden gedauert. Aber es ist so lecker und man hat wirklich, also das für uns reicht es für 2 Tage. Wir essen heute die Hälfte und morgen. Es ist sehr ergiebig und unbedingt dazu griechischen Joghurt. Man tunkt es da hinein und genießen. Freunde, ganz viel Freude beim Nachbereiten. Es wird euch ganz, ganz sicher schmecken. Ich freue mich über eure Daumen nach oben und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia.
Ja. Im Joghurt. Lecker.